So, und ich baue weiter den Berg ab. Spitzhacke habe ich doch jetzt. Die Map aus. Wo habe ich denn meine Spitzhacke hängen gelassen? Keine Ahnung, irgendwo. Ich habe doch gerade eine gecraftet, da bin ich mich jetzt komplett bekloppt. Also ich habe jetzt gerade 16. Ich habe doch gerade eine Spitzhacke gemacht und habe ich die nicht gemacht. Okay, mache ich mir noch eine. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Das Eisen wieder zurücklegen. Oh, ich sollte was zu essen zu mir nehmen. Ist das Eisen oder ist das Gold hier? Und was? Ah, ich habe hier nämlich eine große Eisenader gefunden. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo du bist. In der Mine. Ja, Eisen kann man immer gebrauchen. Woher soll ich wissen, was das da in der Mine ist, wo du bist? Ich bin ganz unten. Ja, woher soll ich wissen, was bei dir ganz unten da los ist? Weil ich gerade gesagt habe, falls du Eisen brauchst, ich habe gerade eine fette Ader hier unten in der Mine. Ja, nimm mit. Eisen kann man immer gebrauchen. Ja, natürlich nehme ich es mit, aber falls du es brauchst. Ich muss gerade vor allem... Ja, hier war ja eine richtig üble Höhle. Ich erinnere mich. Ich muss gerade vor allem hier den Berg abbauen. Das brauche ich gerade. Dazu braucht mir Sand. Ich bin am Ball. Wo du Sand findest, weißt du ja. Jo. Entweder eine Wüste oder einfach rechts im Sumpf. Ja, ist auch einiges an Sand. Ich baue einfach mal hier ab. Und wenn du Erde brauchst, das habe ich genügend. Erde und Stein kann ich dir geben. Ich habe noch vor, meinen Berg weiter auszubauen. Ich habe jetzt fast ein ganzes Inventar an Erde. Ah, ja. Kann ich dir auch eine Kiste voll geben? Eine Kiste voll Dreck. Schade, dass es keine Flasche ist. Kriegt man, glaube ich, auch hin, oder? Nee, leider nicht. Aber ein Fass kriegt man hin. Fass voll Dreck geht. Ein Fass voll Dreck. Wie schnell hier wieder Abend wird. Es wird ja immer so schnell nachts in Minecraft. Vor allem, wenn man beim Bauen beschäftigt ist, dann vergeht die Zeit noch schneller. Mhm. Okay, ich hab jetzt erstmal ein bisschen Sand. Und generell die Zeit vergeht auch brutal schnell, wenn man streamt. Wir haben jetzt gleich die 45-Minuten-Marke erreicht. Wieder 5-Stunden-Stream, hast du gesagt? Wieder 5-Stunden-Stream. Na, das ist nee, nicht übertrieben. Letztes Mal haben wir bis wann? Bis kurz vor 0 Uhr gemacht. Nee, ich glaube nur 22 Uhr. Nein, 22, um 22 Uhr ist Prof weg gewesen. Nee, 22. Dann, nee, der ist 21 Uhr verschwunden, glaube ich. Dann 22. Nee, ich hab mir die Zeiten gemerkt. Der ist wirklich um 22 Uhr etwa. Ich glaube, wir haben noch 2 Stunden weiter gemacht, weil wir irgendwo waren. Weil wir uns verirrt haben und zurück wollten. Ganz genau. Aber ich glaube, 22, 30, 23 Uhr haben wir auch Schluss gemacht. Glaube ich, oder? Ja, um kurz 0 Uhr. Das weiß ich noch. Okay. Ich danach so richtig am Arsch war am nächsten Tag. So, wie geht jetzt hier Beton? Ja, heute werden wir nicht so lang streamen. Aber 3-4 Stunden können wir schon machen. Das darf schon sein. Also bis 22 Uhr können wir gerne streamen. Aha, Clay brauchen wir auch noch.
Es läuft zwar um 20.15 Uhr meine TV-Serie, aber die gucke ich danach, ja. Ich habe mitbekommen, die wird um dreimal nochmal wiederholt. Es wird um dreimal nochmal wiederholt. Ich gucke das dann um drei. Oh nein, Creeper. Ich hab hier eh morgen frei. Ist ja morgen Sonntag. Du hast immer frei. Nee, stimmt gar nicht. Montag ist wieder Schule. Aber was ist denn das gerade, was du schaust? Immer noch dasselbe oder? Was schauen? Achso, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du mich nach der Schule fragst, da werde ich dir nichts mehr zu sagen. Weder in meinem Stream-Aufzeichnung auf meinem Kanal, auf Twitch im Livestream, noch im. Ich sag ein Wort dazu, aber so richtig beschreiben, was da ist und wie das ist und wo ich da bin, ist es. Vergesst es. Du magst Schule nicht. Nö, es ist wegen dem Podcast. Das ist, ja, ich weiß ja, du hast ja. Ich musste dann eine Podcast. Ich musste auf die Fresse nicht, aber ich musste eine Podcast-Folge neu schneiden und neu hochladen. Von der Schulleitung und von links erwähnt. Das ist halt dann. Von der Schulleitung aus. Du hast nicht mal Namen genannt. Ja, ich habe nicht mal Namen genannt. Deswegen. Die Leute wissen nicht mal, auf welcher Schule du bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Deswegen bin ich auch stinkig darüber und deswegen deshalb rede ich da nicht mehr drüber. Deswegen lass uns jetzt auch wieder hier aufhören darüber zu reden, sonst kriege ich wieder Ärger von der Schule. Warum darfst du aus deinem Privatleben erzählen, was du willst? Ich könnte jetzt auch behaupten, dass mein Chef scheiße ist. Ja, es ist schon. Das ist ein super Mensch, aber. Aber das stimmt schon. Das ist doch scheißegal, wenn du keinen Namen nennst. Aber grundsätzlich. Modi. Irgendwas und zweitens ist deine Meinung. Also grundsätzlich recht haben sie schon, weil es ist, bei Schulen oder beim Betrieb oder sowas, da gibt's, und da unterzeichnest du auch deswegen eine Verschwiegenheitsklausel, dass du nichts erzählst, was im Unterricht passiert und so, dass du nichts, was in deinem Betrieb verläuft und so weiter. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass du keine Betriebsgeheimnisse verrätst und so weiter, aber... Ja, kann halt auch dafür ausgenutzt werden, das ist halt... Weißt du, was lustig ist? Das habe ich bei meinem Arbeitgeber nicht mal machen müssen. Also, wir haben keine Verschwiegenheitsding bei uns. Ich hab mir den Arbeitgeber ist halt in der Regel so. Gelesen. Ja, das finde ich halt jetzt lustig, weil du es erwähnt hast. Also, ich dürfte jetzt jedes Detail sagen. Mache ich nicht, aber... Mache ich ja normalerweise auch nicht. Das ist, wie gesagt, das ist halt dann... Aber wie gesagt, lass uns nicht drüber reden, sonst gibt's wieder Ärger. Das ist... Und ich habe ja auch jetzt noch nichts darüber erzählt. Ich habe ja wieder nichts. Ich schweige jetzt darüber. Ich werde auch nichts Positives mehr sagen. Nichts Negatives und nichts Positives. Lass uns das Thema Schule einfach nicht mehr ansprechen. Ist auch uninteressant. Ach übrigens, Podcast, da wollte ich dich jetzt schon mal vorwarnen, wollte ich eigentlich vor der Aufnahme machen, aber das kann ich jetzt auch im Stream erwähnen, wollte ich dich vorwarnen, dass in der nächsten Folge, die wir am Sonntag dann aufnehmen, also nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag aufnehmen, ich würde ganz sagen, also wenn jetzt nicht nächste Woche noch irgendwas passiert, irgendwie noch was, irgendwas Spannendes, was wir als Folge nehmen können, wäre es, glaube ich, mal wieder Zeit, dass wir mal Wahlprogramm machen. Oh nein. Das Wahlprogramm der Grünen ist, glaube ich, jetzt dran. So, lass mal wieder dran nehmen. Mhm. Umwelt gut, alles andere schlecht, viele Verbote. Wahlprogramm durch, Ende. So eine Art. Das kannst du eigentlich direkt reinschneiden. Bloß ein bisschen ausschweifender. So, ich glaube, das ist jetzt hier. Gut, das heißt, ich muss also sehr viel an Filmen und Serien schauen, damit wir da die Stunde voll kriegen. Gut, schon verstanden. Ja. Was ich sogar prinzipiell machen könnte, ich habe gestern... Können wir mal ins Bett gehen, ich werde gerade von einem Skelett angegriffen. Wow, ich habe gerade mal gekillt. Was ich sagen wollte, ich habe gestern einen Film gesehen, der... mich hier noch um. Verdammt! ...lange gedauert hat. Ich bin tot. Sehr lange. Wo ist denn hin? Da ist ein Skelett in meinen Büschen. Wo ist mein Zeug? Ich habe hier mein Zeug verloren. Ich brauche zumindest meine Spitzhacke wieder. Den Rest kannst du behalten, Skelett. War eh nur Erde drin.
Lass uns mal, es ist verdammt. Ja, würde ich ja, aber hier ist ein Skelett, was mich nicht schlafen lässt. Ich habe auch ein Skelett. Und ich habe jetzt zwei Pfeile. Ist weit genug weg. Meine so. Fresse. Ist nicht angenehm bei Nacht. Verpiss dich! So, ich wäre im Bett. Ja, ich muss hier erstmal meinem Skelett entkommen. Ich dachte, du hast so ein tolles Goldschwert dabei. Nee, das ist drüben in der Truhe. Ich habe nur eine Spitzhacke. So verbrannt in der Sonne. Oh Scheiße, ein Küber. Ach, geh sterben. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Dann nehm doch mein Zeug. Ich hab nur Erde und. Ich hab nur die Spitzhacke Erde und. Einen Stein in meinem Inventar. Wenn ihr mein Inventar wollt, nehmt das. Ich muss dadurch meinen Creeper und scheiß Creeper töten. Damit er hier mein Hobbit holt, nicht in die Luft sprengt. Und die Bäume muss ich wahrscheinlich sowieso mal abbauen. Ich sollte mir vielleicht langsam mal ein Schild machen. Das erscheint mir nicht als die dümmste Idee überhaupt. Na, danke schön. Oh, okay. Seit wann sprengen die Küper nichts mehr? Die haben die Erde nicht beschädigt. Das ist. Ja, ich glaube, Prof hat da Mob-Griefing ausgemacht. Okay. Die machen nichts mehr kaputt. Nee. Die nerven nur noch. So, jetzt das Ganze noch in Form bringen. Und das Stein abbauen dann. Ach, von mir aus kann man Stein noch bleiben. So, oben haben wir. Das sind 1, 2, 3, 4, 6, würde ich sagen. 1. Oh, ich habe sogar sehr viel Zuckerrohr, ich kann eine Karte machen. Da habe ich so viel Zuckerrohr gesammelt. Vielleicht gibt es sogar Höhenangaben, die man natürlich nicht. So. Dann gehe ich mal davon aus. 1, 2, 3, 4, dass das 4 Blocks sind. Mhm. 1, 2, 3, 4. Mal hier in Form kloppen. Eins, zwei, drei hoch. Da muss Stein mal für brennen, damit das schön aussieht. Mit drei breit. Ist das schon der braune Lehm oder was wollen die da von mir für die Außenstattung? Sieht mir fast danach aus. Wie macht man eine scheiße Karte?
Verbaut der da irgendwo anders noch? Natürlich Werbung. Okay, dann würde ich den Raum erstmal frei machen. Und drumherum können wir ja noch mal zurechtkloppen. Sieht für mich nach Wolle aus und nach Beton. Müssen wir kurz in die Kiste gucken, wofür das. Da kann man hier keine Karten machen. Ich weiß nicht. Okay, das war für außen. Okay, die braune Wolle ist eigentlich für drinnen gedacht. Okay, dann muss das. Ja, ist glaube ich, weil am Ende was drüber kommt. Da wird der Sandstein dann drüber gebaut. Ist egal, wie das drunter aussieht. Innen sieht es dann interessant aus. Bäume baue ich dann nachher noch ab. Dann mache ich dann hier erstmal alles auf aus Dirt. Sicher wollte ich die Tür haben. Drei breit, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe gerade, wie mein Schreibtisch halb auseinander. Aha. In echt, oder? Ja. Oh, meine Fresse. Versuch's mal mit Tapertape, wie hieß das? Panzertape. Reihe breit und wenn ich das richtig sehe, 4 hoch. 3, 4 hoch. Und dann ist das hier der Ausschnitt für die von Eingang. Zwei, drei. Nummer 3. So würde ich sagen. Okay, man braucht scheinbar mittlerweile einen Kompass dafür. Gut, also wieder. Kompass haben wir aber auch, glaube ich, auch dabei. Hast du einen? Müsste. Ich habe ja einiges mitgebracht. Kannst du mal in die Kiste nachschauen. Wo bist du überhaupt? Na, wo ich bin, spielt hier keine Rolle. Mein Holzhaus. Ah ja. Mein Holzhaus, da habe ich die ganzen Sachen abgelegt. Guck mal da rein in die Kiste. Ach du Scheiße, ist doch unsortiert.
Komplett unsortiert, aber das ist das Spiel doch genau, ne? Und der eine Schleimblock. Ja. Ich fand's lustig. Okay, dann finden wir raus, ob man hier Maps machen kann oder ob das Feature ausgeschaltet ist auf dem Server. Ja, tatsächlich. Cool. Dann ausgeschaltet oder von... nicht? Ne, ich kann eine machen. Dann mache ich erstmal hier. Und ich muss erstmal Stein brennen gleich. Und ich habe eine Karte von zu Hause. Schön. Gut, das muss ich also alles noch füllen. Und ich fülle das mit Dirt auf. Erstmal Bruchstein, weil das ist ja. Ist doch egal, wie das dahinter aussieht. Okay, ich habe eine Map von der gesamten Welt. Schon von der gesamten Welt? Ich dachte, die muss man erstmal erkunden, damit die in der Map eingetragen wird. Nein, der Seed ist ja da und ich habe. Genug, jetzt muss ich nur gucken, habe ich genug für einen Rahmen. Okay. Sonst muss ich Kühe. Jetzt habe ich eventuell schon die Basis. Gehen. Painting halte ich. Der Berg sieht noch ein bisschen anders aus, aber den können wir im Nachhinein. Ich bräuchte anscheinend Leder. Wir wollen noch anpassen. Das hier. Ah, okay, das ist das Ding. Böp. Hast du irgendwo eine Truhe, in die ich meinen Stein und meinen. Ich habe eine Steintruhe oben. Und tue ich mal meinen Stein dort rein. Ja. Und ich stoße jetzt mal bei mir rein. Du hast gesagt, du brauchst Erde eventuell. Ja, ich baue ja hier eh gerade den ganzen Berg zu einem riesigen Dorf aus, also. Ich hatte hier eine Karte? Weiß ich nicht. Cool. Offensichtlich hatte ich hier eine Karte. Die ganze Zeit. Na dann, freut mich für dich. Das ist so typisch. Okay, 3, 2, 1 und ich habe die Karte von hier. Oh, sogar dein Holzhaus ist da. Nice. Ja. Gut, hast du ein Bett in der Nähe? Ja. Dann geh mal. Perfekt. Dann geh so. Ich jetzt mal. Ich lass mein Zeug mal bei dir in den Kisten liegen. Wo hast du die? Wo hast du den Stein und. Ich hab die oben auf dem Campingplatz stehen. Och, dann werfe ich es halt in die Wildnis rein. Oder so. Ich geh jetzt erstmal eine Kuh sammeln. Oh, Spinne. Kann man die Sachen nicht einzeln rauswerfen? Wird auch viel intelligenter. So. Brauche ich nicht. Okay, cool. Und ich habe einen Knochen. Hat sich gelohnt. Ein Birkensetzling. Creeper. Knochen. Und jetzt habe ich auch Kohle weggeworfen. Naja, cool. Egal. Okay, ich hätte genug für eine Angel gerade da. Ich wollte eigentlich eine Kuh sammeln. Achtung, nicht in den Haufen rennen. Das ist dein Inventar voll. Denn was? Ja, wirst du schon merken. Ich bin gerade im Sumpf. Wenn du vor deiner Hütte einen Haufen aus Zeugs reinrennst, dann ist dein Inventar überfüllt. Ja, vielleicht sollte ich mich erstmal heilen gehen. Mit der Rauchsäule war so eine gute Idee. Ja, den Rauch habe ich auch gesehen, als ich auf der Wanderung war und versucht habe zurückzukommen. Ja, deshalb. Und es sieht halt cool aus, wenn du ein Lagerfeuer oben hast. Lagerfeuer plus Weizen unten drunter ist halt super als Marker. Ich habe dann eventuell gleich ein Lagerfeuer in der Hütte dran. Hast du die Spitzhacke, wollte ich jetzt auch noch. Ne, die behalte ich vielleicht erstmal. Kannst du machen, ist ja hier nicht Walheim, wo du an einer Rauchvergiftung sterben kannst. Zumindest laut Anleitung braucht man für drinnen eine. Ja klar, gab ja einen Kamin, ne? So, ich wollte erst. Der Haufen liegt natürlich richtig scheiße, dass ich nicht mehr an meine Kisten komme. Jo. Holst du bitte deinen Haufen ab? Nö, gerade nicht. Du weißt, dass das Zeug nach 5 Minuten despawnt, ne? Ja, das soll ja auch despawnen.
Es wurde weggeschmissen. Ich brauche so. Das nicht. Wenn du es brauchst, dann ist gern ein. Nee, ich mache jetzt erstmal Feldarbeit und hol mir Essen. So. Wie war das jetzt oben im Exterieur oder unten im Interieur? Ja, das oben ist für außen. Nehme ich erstmal mein Zeug von außen. 1 zu 1 runter. Und fangen mal an zu bauen. Hoffentlich versaue ich nichts. Hatte ich doch Kartoffeln. Ein Lagerfeuer. Manche Sachen, wenn du sie halt platzierst, dann sind sie halt kaputt. Zum Beispiel Glas. Und wenn du sie falsch platzierst, das Lagerfeuer muss dann auch neu craften, wenn du es an die falsche Seite gestellt hast. So, dann bauen wir erstmal draußen. Autsch. Bauen wir mal erstmal das Außen. So, der Rest kommt in die Lebensmittelkiste unten. Beziehungsweise ins Fass. Oh, da hätte ich auch noch super viel Zeug drin gehabt. Naja. Ah, okay, hier 2 Stufen. Oh. Hol ich mir mal die und dann eine Kiste. Da 1 dazwischen. Im Abstand von 1. Ja, ja. So. Fichtenholztreppe. Also so nicht. Schon verbaut. Nein. Ach Gott, ich kann okay über die Lücke nach oben zu den Kisten kommen. Genau so. Perfekt. Nein. Okay, bauen will gelernt sein. Eisen kommt hier hin. Zum Glück kann man die Treppe abbauen. Zucker kommt da. Zucker kommt nicht da rein. Pfeile können aber und der Rest. Jo, was machst du denn? Am Ende habe ich zu wenig Treppen. So, erstmal hoffen Stöcke. Ach meine Güte. Bin zu dumm zu bauen. Ach ja, das passiert am besten. Wie kann man denn Stufen drehen? Wie kann man das denn? Die Stufe soll ja verkehrt herum. Abhängig von deinem Blickwinkel immer. Und wie kriege ich hin, dass das der richtige Blickwinkel ist? Du musst dich halt umdrehen. Der soll ja verkehrt herum oben an die Decke. Achso, dann musst du es an den Block oben. An den Block oben musst du es ran machen. Okay, sollte ich vielleicht einen Block dort oben drüber machen. Wäre keine schlechte Idee. Geht auch ein Loch. Hier ist noch ein Mineneingang. Wirklich? Ja, tatsächlich. Gute Idee mit dem Dirt. Das Mineneingang. Oh, dein Zeug ist übrigens weg. Welches Zeug? Dein Haufen. Ich hab dir doch gesagt, der soll weggeschmissen werden. Ja, ich weiß, ich wollte nur ein Update geben. Ist mir scheißegal, ob der weg ist oder nicht. Okay, das ist die kleine Map. Da war nur Dirt und Stein drin. Der kann gern wechseln. Okay, und da kommt ein Slab hin. Oder ist das die Holzfalltür oder das ist die Falltür? Okay. Nee, das war anders. Hast du mit deiner Mine ernsthaft geschafft, dich gerade an meiner vorbeizubauen? Nicht bewusst. Wow, das ist eine beeindruckende Leistung, weil die genau nebendran verläuft. Ich glaube, ein Block zwischendrin. Das ist interessant. Habe ich nicht gewollt.
Okay, das sieht anders aus als im Video, aber das ist ja wurscht. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Baue es einfach so, wie es dir gefällt. Das werde ich. Das ist gut. Und ich baue es nach Anleitung erstmal. Aber wenn was ein bisschen anders aussieht, ist es auch nicht schlimm. Vielleicht sieht es ja sogar besser aus. Das kann gut sein. So, ich wollte die dicke, fette Riesenhöhle erkunden. Das sind halt einfach Falltüren, das ist halt schon interessant. Gut, der Ausgang ist markiert und ich habe... Das darf ich Mordi und Prof nicht verraten, weil sonst... Oh Gott. Das machen die es kaputt. Ich gehe in die Höhle, ich sterbe instant. Das ist... Ah, okay, dann noch eine durchaus Tatsache. Beeindruckend. Will ich behaupten. Upp, Höhlenspinne, ciao. Okay, wie zum Henker. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich muss jetzt eine Falltür ranbauen. Ja, du musst mit Steuerung dich erst, mit Shift dich erstmal ducken. Ah, okay. Sehr schön.